Um mit dem Echelon von Stufe 9 auf Stufe 10 zu kommen, müssen wir 70 Gegner heimlich töten, 20 Gegner im Nahkampf töten und 6x 5 Gegner mit einer Pistole töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln und 20 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Das ist alles, ja, klingt machbar. Keine Ahnung, was das für ein Ort ist, an dem wir hier sind. Auf, ich habe da ganz hinten irgendwo noch eine Markierung, jetzt nicht mehr. Bin einfach mit Heli geflogen in die Richtung, in der die Markierung, in dem die Markierung lag, und habe dann diesen Ort hier gesehen. Dachte, ja komm, das sieht auch schön aus, da können wir runtergehen. Ich hoffe, hier gibt es jetzt auch Gegner. Immerhin brauchen wir ja nicht mehr Gegner in Zeitraum Y. Hinten vielleicht. Ja, da sind ein paar Gegner, aber jetzt auch nicht. Ah, da guck mal da. Ich glaube, wir haben hier genug Gegner. Langsamer. Feind in Reichweite. Noch langsamer. So? Nee, danke. Ich glaube, ich werde eine Auszeit. Eins. Oh, scheiße. Nicht schlecht, Boss. Scharfschützen auf dem Dach. Zwei. Ich möchte nicht tauschen. Zu viel Geld macht das Leben auch nicht leichter. Okay, das war so nicht geplant. Bin ich verletzt? Nee, tatsächlich nicht. Cool. War hier um dieses Gebäude rum nicht auch noch irgendwo ein Gegner? Ich meine, ich hätte so irgendwas in Erinnerung. Hier die Mega-LAN-Party. Ach ja, doch, das war der erste, den wir getötet haben. Genau, der war das. Halt, halt dich fest. Es gab wohl einen Angriff oder so. Und wir haben drei Helis abgeschossen. Es ist gar nichts passiert. Niemand wäre so dumm. Gespräche immer. Kann ich das nicht hier drüben? Ist das der Spiel? Ist das dein Ernst? Im Nahkampf muss ich auch noch töten, ne? Aber mit Handfeuerwaffe auch. Ein Husten gehört. Rüber bestimmt. Hier mein ist niemand. Da kommt doch keiner mehr. Als ob du irgendwas machen würdest, wenn du jemanden findest. Oh. Ziemlich gut. Noch einen. Civis. Und läuft einer. So. Da haben wir 1x5 mit Handfeuerwaffe. Gegnerdichte ist hier halt sehr gering, muss ich schon sagen. Bitte, lassen Sie mich in Frieden. Ich mach doch gar nichts. Ich glaube, ich nuss Essen vom Tisch, wie immer. Wie immer. Es wäre echt mal wieder Zeit für ein neues Ghost Recon, oder? Aber bei der Ubisoft Forward wurde ja leider auch nichts angekündigt. Guten Tag! Gutes Ding! Feind getroffen! Feind getroffen!
Drohne ist kampfbereit. Aber schaff uns mehr Feuerkraft, Fixe. Wir sind vermutlich tot. Lade ich weg. Shit. Ja, ich war zu... Ich war zu forsch. Komm, starten wir neu. Hat den Vorteil, die Gegner sind wieder da. Und, wir sind nicht mehr entdeckt. Und die KI-Kameraden laufen nicht mehr Rampage. Denn, ja. Fegen halt sonst den ganzen Compound leer. Da haben wir den Scharfschützen. Sind wir jetzt ehrlich wieder von derselben Seite wie eben? Na toll. Wie langweilig. Wir können von der anderen Seite starten. Nein, wir sind die neuen Gäste bei der Party. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Absolut niemand. Volltreffer, Baby. Da hinten ist eine Dreierpatrouille, habe ich gesehen, ne? Sollen wir die holen gehen? Das sind drei kostenlose Kills. Haben wir ein Motorrad? Nee, aber ein Auto. So, wo sind die? Da. Diese Ghosts haben keine Chance. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle erwischt haben. Absolut nur eine Frage der Zeit. Loser. Einen. Darf ich wieder nachladen? Lauf mir bitte nicht ins Auto, danke. Könnte der Scharfschütze auf dem Dach sein, ne? Der Gegner greifen und dann niederschlagen, auch als Nahkampfkill? Müsste eigentlich, ne? Wäre sehr cool, denn Gegner direkt im Nahkampf auszuschalten, erregt Aufmerksamkeit. Hallo? Hallo? Hey du? Scharfschütze muss man offensichtlich nicht gut hören können. Kann ich jetzt hier so runterspringen? Ich meinte mit so runterspringen mit dem Fallschirm, aber okay. Na gut. Ja, Nahkampfkills direkt kosten erregen Aufmerksamkeit und wenn ein Gegner greift und wegzieht, das aus irgendeinem Grund nicht. Ich hoffe, du warst sparsam, wie ich gesagt habe. Oh. Okay, ich gehe rein. Alter. Also, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass da plötzlich drei Gegner drinstehen. Ich dachte, das wären hier einfach hier oben auf dem Dach die zwei und das wär's dann. Team, zu mir. Sammelt euch bei mir. Okay, es ist wieder alles ruhig, oder? Ja. Okay. Wo ist Fixit? Ghosts, Stellung halten. Halt. Roger, wir verschanzen uns hier. So. Sie dürfen nicht hier sein. Warum nicht? Warum darf ich nicht hier sein? Guck mal, wie schmutzig ich bin. Ich möchte mich nur waschen. Okay, okay, okay.
Schüsse? Wer sind Sie? Das ist traumatische Belastungsstörung, ne? Nur noch die drei da vorne? Mein Rücken bringt mich um. Na gut, dann. Die Ghosts haben keine Chance. Schon wieder? Ehrlich? Was zum? Wie werden? Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Ghosts haben absolut keine Chance. Nicht mal ein einziger. So, da drüben haben wir noch einen Compound. Mach los, ich komm nach. Nein, du kommst nicht nach. Ich hab dir einen Stellung halten Befehl gegeben. Heilige. Sieht schon geil aus, das Bike, ne? Blöd ist halt, dass das Licht halt gar keine Auswirkung hat. Wenn's hell ist. Aber das war ja schon immer so. Oh mein Gott. Heilige Mutter Gottes. Das Ding steuert sich beschissener als das alte Motorrad bei Empyreon. Das neue geht ein bisschen besser. Schwebebike. Nur zwei Gegner. Team, Stellung halten. Aktuelle Stellung beibehalten. Verstanden. Wir bleiben hier. Hä? Da ist noch ein Gegner? Tatsächlich, wo kommt er denn her? Genial. Wo kam er denn her? Und warum waren das noch nicht 5 Gegner? Da waren es auf jeden Fall mindestens 4. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich habe noch 3 Wochen übrig und dann bin ich weg. Tja. Muss dich enttäuschen, aber du bist jetzt schon weg. Schlecht, Boss. I'm sorry to break it to you, oh but... Wer sind Sie? Ach, hier ist doch diese Mission mit Jesus, oder? AI and Ethics. Wer hätte gedacht, dass es so schnell Realität wird, ne? Sehr viele zivile Kontakte. Gegner. Oh mein Gott, ich habe nicht mal Sichtmodi mit der Drohne freigeschaltet. Keine Gegner. Na gut, dann müssen wir verlegen. Team, zu mir. Bei mir neu gruppieren. Ich bin niemand. Man nennt mich Nomad. Ich nirgendwo zu Hause bin. Können wir denn nach hin? Vielleicht einen Wegpunkt aufdecken. Einen Biwak, meine ich. Ein Biwak? Aber irgendwie ist das... Ich krieg keine Biwaks mehr aufgedeckt mit der Drohne. Ich weiß nicht, warum. Ich hab das eben schon mal ausprobiert. Da hinten habe ich auch noch nicht das Biwak. Das weiß ich. Aber... Ich krieg's nicht aufgedeckt. Ich habe dieses Biwak hier. Bin mit der Drohne hingeflogen und habe aufs Lagerfeuer gezielt, aber es hat nichts gebracht. Weder in den Himmel. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Orte aufdecken ist kein Problem, aber Biwaks, die haben keine Lust. In die Sonne. Oh, blind. Nee. Biwaks... Keine Chance. Dann holen wir uns ein Fahrzeug und fahren einfach die Straße entlang. Oder? Klingt gut?
oder holen uns wieder das Motorrad und fahren irgendwo gegen den nächsten Baum. Aber eben waren es Kisten. Ach, guck mal da. Das Coupé. Das sieht doch schick aus. Bisschen verkratzt. Bisschen sehr verkratzt. Wie ist der mit seinem Auto umgegangen? Meine Güte. Steig ein jetzt. Ich hoffe, dass beim nächsten Ghost Recon die Driving Experience ein bisschen besser ist. Echt. Nicht so cool. Hier epischen Soundtrack einfügen. Haben die nicht als heimlich getötet gezählt? Was soll das denn? Da ist ein umzäuntes Gebiet. Da muss was sein. Videospielregel. Dort, wo viel Munition rumliegt oder wo was eingezäunt ist, muss was sein. Ja, ein Fußballplatz. Videospielregel. Ich höre ab. Und ein Baseballfeld. Fußballfeld und ein Baseballfeld. Aber zu wenige Gegner, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. So. Du. Ja, Fury, wer zu spät kommt. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Könnte was sein. Das sieht doch. Ja, ich glaube da. Ja. Jetzt klettert doch da. Meine Güte. Da geht's hoch, danke, Vasili. Juri, einmal scannen, bitte. Ja, ich weiß, deswegen sollst du ja scannen. Das sind vier. Zu viele. Ich hatte als Kind hinterm Haus einen Generator. Du weißt schon, zur Sicherheit. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, warum sammle ich das? Warum sammle ich das? Der gibt gar keinen Sinn, dass ich das sammle. Ja, endlich. Dankeschön. Ja, da ist die Gegner tatsächlich ziemlich hoch. Im Dach zwei Raketenschützen. So. Den da hinten, dann die beiden da unten. So, irgendeiner hat's gesehen und ich muss gehen. Tschüsschen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Munition im Tank habe. Irgendwo da vorne. Oh nein, der kommt hoch. Moin. Guter Plan. Bin direkt hinter dir. Lass niemanden Wo war der? Irgendwo gut versteckt. Da. Eieiei. Fällt mir nicht. Ein Gegner? Ne, Zivis. Freund ist hier, passt gut auf. Ich verstecke mich jetzt in diesem total undurchsichtigen Busch. Ihr wisst jetzt nicht, wo ich bin. Und ich kann euch einfach töten. Ich bin nämlich jetzt unsichtbar. Ich habe auch keine leuchtende Uhr, gar nichts. Ein leuchtendes.
Wie man sieht, bin ich tatsächlich ziemlich gut getarnt. Okay. Oh gut, aber von hier. So. Hallo! Okay, von hinten halt gar nicht. Aber tatsächlich von da unten. Ja, tatsächlich sieht man's nicht so. Hätte ich nicht gedacht. Wieder was gelernt. Steht einer. Wie kommen wir denn auf die Dächer da? Um die Raketenschützen. Hier auf dem Dach sind zwei. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einer da und einer da. Eine Leiter. Leitern sind aber böse. Lieber Treppen. Aber gut, wenn es nicht anders geht. Kann, glaube ich, auch von Leitern aus schießen. Ja. Aber nicht zielen. Und ohne Laser ist das schwierig. Der Feind ist in diesem Gebiet. Hallo? Gutes Ding, Ghostlied. Lol. Okay, wo ist der andere? Da drüben irgendwo sein. Der ist da drin. Fury, scan bitte. Fury? Kann es sein, dass ich meinem Team noch den Stellung halten Befehl gegeben habe? Haltet die Augen offen und bleibt wachsam. Könnte sein, ne? Nun! Außer mir ist. Huch! Alter, bin ich erschrocken! Eieiei! Steht der einfach da und ich krabbel da rum. Denk mir nichts Böses, guck da unten durch die Lamellen durch. Ah ja, genau. Ah, wie gut. Hallöchen. So geht das, Boss. Richtig, so geht das. Ja, alle okay, bis auf David da hinten. Der ist nicht okay. David. Meint ihr, ich kann von hier aus im Fallschirm da auf die Plattform? Wie das geht? Es geht. Lol. Keiner schläft, solange wir hier sind. Ist das ein Transportdrohne oder eine Überwachungsdrohne? Überwachungsdrohne. Shit. Das hier ist ja keine Waffe, ne? Pass auf, hier draußen ist was. Oder Vasili? Oh Mann, nicht drüber. Nicht dran drauf drüber. Oh. Gut, ich dachte, das wird nicht gesehen, aber wenn die Gegner gerade in die Richtung gucken, dann sehen sie es wohl doch. Hm, dann wieder weiträumig umlaufen. Ein Gegner? Was machen Sie da? Wo ist Furies? Fury, scan bitte. Da komme ich ganz selbst. Ganz da hinten. Erschießen Sie mich nicht, bitte. Erschieß dich nicht. Ich erschieße nur Gegner. Bist du ein Gegner? Nein, dann erschieße ich dich auch nicht. Bist du ein Sentinel-Spion? Nein. Gut. Ich erschieß nur böse Buben. Du bist weder böse noch ein... Scheiße. Bube.
Nein. Warum hat die so hysterisch Nein geschrien? Ich meine, ja, ich habe jemanden getötet, aber war das ihr Freund? Hat er ihr immer Gebäck gebracht? Ich weiß es nicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Drin wird wieder ein Porno gedreht. Jawohl, genau. Alle auf den Boden, das ist ein Überfall. So, das habe ich nachgeladen, aber jetzt glaube ich auch kein Gegner mehr. Wir brauchen noch einmal 5 Gegner mit Handfeuerwaffe und 18 Gegner im Nahkampf. Es wird dunkel, was tatsächlich gar nicht so geil ist. Wo können wir denn hin? Da. Ups. Ja, dann kommt Fury, darf es ausnahmsweise mit fliegen. Aber nur außen, okay? Gut, tschüss. Sieht schon krass aus. Was haben wir denn da unten? So, haben wir ein Fernglas ausgerüstet? Selbstverständlich nicht. Aber den Wegpunkt so weg. Stört mich nämlich. Schalter auf Nachtsicht. Wärmebild ist hier halt in diesem Spiel einfach so viel besser. Aber da drüber? Nee, ne? Zu hoch. Ich schalte auf Nachtsicht um. Und wir haben Gesellschaft. Völlig gut. Nichts zu berichten. Wie viele Gegner sind da oben? Nur der eine. Gut. Den kriegen wir. Setze die Nachtsichtbrille auf. Vorausgesetzt, der bewegt sich mal wieder. Irgendwohin, wo ich ihn sehen kann. Komm raus, komm raus. Da unten gibt es auf jeden Fall auch noch einen Haufen Gegner. Meine Güte, wo ist denn da die Öffnung? Hier ist alles ruhig. Bestätigt, sieht hier ähnlich aus. Ändern wir den Schießplan bald mal? Wir machen der Scharfschütze und ich wache ihn. Ich mal. Jetzt da hoch. Eine Treppe? Ja, bestimmt, oder? Jawohl. Ich glaube nicht, dass wir noch was finden. Ich glaube auch nicht, dass du noch irgendwas findest. Richtig gut. Das Gute ist, jetzt müsst weder du noch der Scharfschütze wieder Wachdienst schieben. Immer das Positive sehen. Ja, kommt rüber. Ah, verdammt. Knapp. Schwarz-weiße Nachtsicht ist tatsächlich sehr kontraproduktiv. Denn das menschliche Auge kann aus evolutionären Gründen sehr, sehr, sehr viel mehr Grüntöne voneinander unterscheiden als alle anderen Farben. Einschließlich Kontraste wie Schwarz und Weiß.
Aber ich habe hier halt den Sam Fisher ausgerüstet als Skin. Oh oh. Und der hat nun mal schwarz-weiße Nachtsicht, weil das in den Splinter Cell-Spielen eben so ist. Was ja eigentlich auch cool ist, aber in den Splinter Cell-Spielen sieht man halt ungefähr das Zehnfache von dem, was man hier sieht. Mit der Nachtsicht. Stimmen da hinten. Ist eine Wache. Hast du auch manchmal so einen nervigen Ohrwurm? Da unten ist noch irgendwo noch einer. Unten Auswehrscanner-Bot. Alles klar. Upsala. So. Glückwunsch, deine Schicht ist vorbei. Das war, der Schlag war so schnell, dass die Druckwelle den von seinem Stuhl gekickt hat. Der schläft nur. Der ist nicht tot. Hä? Und da ist, Statten, Sam Fisher, Profi-Pantomime. Das bleibt doch bei der Pistole. War aufgrund des Entdeckungssounds. Was machen Sie hier? Ich mache gar nichts. Nix. Gar nichts gemacht. Gar nichts. Beamen kann er sich auch, der Sam Fisher. Das ist ja der Wahnsinn. So. Gib mir dein Pausenbrotgeld oder dieser arme Mann muss dran glauben. Ich zähle jetzt bis drei. Eins. 2, 3. Pech gehabt. Ja. Wer so gierig auf sein Pausenbrotgeld ist. Und wir haben gesehen, das zählt tatsächlich als Nahkampfkill. Oh. Oh. Krass. Direkt in die Deckung. Einmal zustechen hätte es auch getan, aber hey, das weiß ich schon. Hui. Einfach um eine andere Animation zu sehen. Haben wir noch Gegner? Einen. Und ein paar Bots. Oh, na toll. Zählen aber tatsächlich als Gegner, cool. Oh, jedes Mal geht die Nachtsicht aus, meine Güte. So, wo war der eine? Hab ich das irgendwie vergessen? Man war irgendwo hier in dem Gebiet, oder? War der da hinten? Ich könnte ja einfach mal den Schalldämpfer entfernen. Und einmal schießen. Hören, woher der Schrei kommt. Ist das eine gute Idee? Nein. Werde ich es trotzdem tun, wenn es sein muss. Sag mal, wo ist der Gegner? Ich glaube, das war ein Gegner da unten aus dem nächsten Gebiet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder die Gegner sind taub. Ich glaube, ich will mir irgendwann mal diese Spartan-Mod ausprobieren. Die soll die Gegner ja sehr, sehr viel, ja,
realistischer machen, sag ich mal. Größere Entdeckungsreichweite und sowas. Oh, oh. Wie, geht nicht. Da hinten laufen Gegner rum. Du da, du da. Ich bin eine Blume. Wo ist hier ein Eingang? Ich muss da rein, verdammt. Auf der anderen Seite nur, ne? Verdammt. Und tschüss. Nachtsicht an. Ach, das ist eine normale Lampe. Ich dachte, das wär so ein Suchscheinwerfer. Schalter auf Nachtsicht. Du siehst fertig aus, Boss. Trinkst du genug? Ich dachte, das wäre eine... Kampfdrohne gestartet. Nein, wieso? Warum? Warum macht dieser Vollidiot jetzt die scheiß Kampfdrohne an? Kein Mensch wusste, dass wir hier sind. Kein fucking Mensch wusste, dass wir hier sind. Ja. Weißt du, was auch sicher ist? Du nicht mehr. So. Gibt keine Kampfdrohne mehr. Hat sich ausgekampfdrohnt. Und ich darf mich jetzt wieder in die Luft sprengen. Und die Leertaste geht wieder nicht. Das können wir aber anders machen. Ich habe jetzt keine Lust, so lange zu warten. So. Einfach. Nein. Da schleichst du dich perfekt durch einen ganzen Compound. Schleichst dich in den nächsten Compound. Wirst nicht entdeckt. Reitest gerade einen Nahkampfkill vor. Und da startet dieser Arsch die Drohne. Nur weil diese eine Drohne da mich vielleicht kurz entdeckt hat, aber die hatte gar nicht genug Zeit, um irgendwas zu melden. Es war kein Alarm, der hatte kein Recht, diese scheiß Drohne zu starten. Das ist aber Suchscheinwerfer. Oh Mann, das habe ich selbst verkackt. Ja, komm, ist gut, ich weiß, ich hab's selbst verkackt. Ey, ich wollte ihn nicht werfen. Ich wollte ihn nicht werfen. Ich wurde nur verletzt. So. Dann eben so. Fuck. So. Gut. Kurze Phase der Unkonzentriertheit. Haben wir hinter uns gelassen. Ich trinke mal noch einen Schluck. Folgen werden wieder länger, wie ich sehe. Aber halt auch hauptsächlich deshalb, weil hier halt einfach keine, oder so gut wie kein Biwak hab. Gegner muss ich dann auch heimlich töten. Noch genug. Kann ich da ja auch ein paar. Ist ja egal, wie ich die töte, oder? Das Ding da durch? Nee. Aus Erfahrung weiß ich, dass es einfach sogar an Blättern vom Baum hängen bleibt. Da rein. Ich habe meiner Alten gesagt, ich würde sie heute Abend anrufen, aber ich krieg keinen Empfang. Hättest du dran denken sollen, bevor du unterschrieben hast? Ich treffe die so nicht. Oh nee, ich habe genug von Nachtschichten. Hab meine Nächte schon schlimmer verbracht. Hat das jetzt als Kills gezählt? Ja, ne? Oh je. Da wurden Leichen entdeckt. Leider kein Schuss mehr jetzt.
Leg dich hin. Sag mal. Keine Ahnung. Ach, das ist ein Heli. Deshalb treffe ich den nicht. Der Mensch ist da unten. Ey. Verpfeift mich jetzt so ein verfluchter Ausweisscanner-Roboter, der hier auf der Hauptstraße rumfährt. Warum fährt der hier auf der Hauptstraße rum? War's das? Nee. Warum nicht? Na gut, wenn ich ehrlich bin, muss ich mich auch nur so lange im Dunkeln verstecken, bis du tot bist. Also jetzt. Dann klaue ich mit dem Heli. Und dann... Ich habe leider keine Waffen. Und dann fliegen wir eben zum nächsten Dingens. Hab ich jetzt verkackt, weil ich halt... Oh. Ist ja schon das nächste Dingens. Schön. Eine gewohnt sanfte Landung. Ist hier überhaupt Gegner? Die Farben. So prächtig. Da gibt es gar keine Gegner. Oder? Da. Das sind drei Stück. Und finden nichts. Mein Rücken bringt mich um. Wie das geht? Ich kann mir nicht vorstellen, so reich zu sein wie dieser Skill. Und was hat's ihm gebracht? Der hat verdient, was ihm bevorsteht. Halt! Ach, Sprenggranate! Aufpassen! Es hat geklappt. Ich werde wahnsinnig. Es hat geklappt. Cool. Ja, cool. Wie so viel Diablo 4 gespielt. So, komm, bitte. Lass es enden. Oh Gott, was haben Sie hier zu suchen? Ich suche nur Gegner. Sind Sie ein Gegner? Nein. Du? So, ist schon zu spät, Entschuldigung. Das war's, ne? Noch 16 Gegner und 11 im Nahkampf. Nein, nicht auf die Ladefläche. Danke. Ach, da waren wir doch eben. Da waren doch ein Haufen Gegner. Ich glaube, ich aktiviere mal Fury, einfach nur, damit es einfacher wird. Breakpoint, aber nur Fury, danke. Es kann losgehen. Ja, wunderbar. Dann mal los. Scheinwerfer. Und so. Da kommen noch zwei. Warten wir mal ab. So, der läuft wieder weiter. Laufen auch weg. Die stellen sich aber bestimmt gleich da hinten hin. Oder? Nee, machen sie nicht. Ich
Kommt da runter, ohne dass der was mitkriegt? Ja. Mach schneller, mein Gott. Und dann 5 Stunden noch warten, bis man wieder weiterlaufen kann. Und warum kann ich den nicht in den Kofferraum stecken? Natürlich liegt er doch wieder da. Scheiß drauf. Läuft einer drin rum? Hat hochgelaufen? Einer steht noch da? Andere Schicht. Nur im Dunkeln. Hier drüben ist auch nichts. Hilf mich, wenn was passiert. Shit. Ein Schuss, ein Treffer. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ja, Bravo 1 ist tot. Bravo, was ist entdeckt? Und das Ding geht nicht zu auf, natürlich. Dass die Raketenwerferschützen immer so raue Stimmen haben müssen. Treiben sich Gegner um, das habe ich im Gefühl. Aber bitte jetzt nicht entdecken. Oh shit. Bewegung! Da vorne! Rakete, Rakete, Rakete! Rapante, Rapante! Huch! Ich habe ein Talent dafür, Raketenschützen zu übersehen. Ich habe echt ein Talent dafür, Raketenschützen zu übersehen. Vor allem diesen einen. Das war es dann wohl mit. Heimlich töten. Prima. Bin aber immer noch schwer verletzt. Ach, Herr Jemine. Also, nur kurz zur Info. Die Aufnahme läuft jetzt seit 47 Minuten, etwas länger. Und... es ist 1 Uhr in der Nacht. Beziehungsweise gleich ist es 5 vor 1. Geht schneller. Nichts für diese Uhrzeit, aber ich wollte jetzt unbedingt noch auf Level 10 kommen, denn dann kann ich endlich mit meinem Hauptaccount, also mit meinem Hauptcharakter spielen und dann, da habe ich auch alles freigeschaltet oder fast alles. Und ja, macht einfach mehr Spaß dann. Vorausgesetzt, ich muss da nicht 120 Gegner töten oder so, das wäre ätzend. So, die laufen gerade alle weg. Der da unten ist nicht mehr da, der steht jetzt auf der anderen Seite. Na toll. Scheiße, Mann. Ich gehe an diesen arschteuren Kippenkreisen noch kaputt. Genial. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich mache das jetzt so. Dann übersehe ich vielleicht auch keinen mehr. Mit ein bisschen Glück. Was ist das da? Licht. Bitte, gehen Sie weg. Endlich, danke Fury. Die Umgebung im Auge zu behalten. Bei Raketenwerferschützen wie gehabt und hier oben sonst keinen mehr. Toll. Raketenwerfer voraus. Vorsicht. Nachtsicht an. Also organisiert schon mal die Nachtwache. Nicht. Stopp. Oh,
Shit! Da kommt... Oh. Hey, aufpassen! Ich glaube, es wird ungemütlich. Verdammt! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Nee! Ah, fuck. Nur weil er gemeint hat, er müsste auf dem Automaten landen, bevor er... Der hat doch auf mich geschossen. Hat er nicht getroffen? Okay. Und die haben... Hat das keiner mitgekriegt? Doch, jetzt. Alter. Ich kann doch auch, oder? Ja. Wie viel hält der denn auf einmal aus? Zeit für die Nachtsichtbrille. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Komm endlich raus! Wir sind zu weit auseinander. Wo steckst du? So. Noch mal hoch. So, ich glaube, wir haben es bald. Juri, noch einen Scan vielleicht? Nee? Ich vielleicht? Blendgranate. So. Setze die Nachtsichtbrille auf. Hey, hey, hey. 5. Da sind wir fertig. Vor allem mit den Nerven. Da läuft einer und noch einer. Mach 2. Lange nicht mehr benutzt. Nein, ich will dich nicht platt machen. Also schon, aber noch nicht jetzt. Ich bin keine Missgeburt, du Missgeburt. Nur Missgeburten würden sagen, dass andere Missgeburten sind. So, erstmal im Busch sitzen und verarzten. Musik beruhigt sich wieder. Keiner weiß was. Hä? Warum werde ich hier entdeckt? Was soll das? Von wem? Ruhe bewahren. Die glauben, sie sind sicher. Wenn ich dich finde, wirst du für deine Morde büßen. Zeit für den Gegenangriff. Tötet jeden, den ihr seht. Lass mich mal an. Verdammt. Nice. Schön, wie das funktioniert. Sehr schön, wie das funktioniert. Auch 2 Gegner heimlich und einen im Nahkampf. Aber auch nur möglich dank Wärmebild. Okay, wir haben hier tatsächlich in der näheren Umgebung nur noch die Putzis da oben. Das Kein am Leben. Es ist doch nicht vorbei. Und bei Batman mitspielen. Boah, ich hochklettere diesmal. Hier draußen ist niemand mehr. Das Gebiet ist gesichert.
Keiner da. Aktiviere Nachtsichtgerät. Ich glaube, alles ist gut. Nee, was? Ist der dumm? Was soll die Kacke hier? Was ma. Sag mal, willst du mich verarschen? Manchmal hasse ich dieses Spiel. So langsam habe ich die Schnauze voll. Ja. Gut. Diesmal. So. Nachtsicht an. Außer mir ist niemand in meinem. Richtig gut. Was? Außer ihm ist niemand was? Ja, wir haben es gleich geschafft. Ich kann es kaum erwarten. Setze die Nachtsichtbrille auf. Bei mir ist niemand zu sehen. Ja, geschafft. Ja. Stirb. Wir sind auf Level 10. Yippie. Au. Endlich Level 10. Ich habe gedacht, das wird nie mehr was. Oh mein Gott. Das hat lange gedauert.